Jetzt bin ich gespannt, was die alte Kutte so alles drauf hat. Na, komm her. Oh, da kommt schon was, wo mir die Ausdauer absaugt. Oh. Komm. Stirb. Verdammt. Der hält verdammt viel aus. Was können wir machen? Ich habe einen Plan. Ich habe einen genialen Plan. Erstmal hole ich mir so ein Feuerwesen. Mist, nicht genügend Mana. Jetzt aber. Der nuckelt mir eh das ganze Mana weg. Von daher verwende ich es lieber gleich. Dann Plan Nummer 2. Nee. Genau, den hier. Zeit verlangsamen. Den muss ich erst noch lernen, aber jetzt kann ich ihn. Und da verlangsame ich mal die Zeit. Na, damit hast du nicht gerechnet, mein Freund. Autsch. Boah, hält der viel aus. Erstmal hier in Deckung. Wo ist mein Hund? Hund? Ein Fisch. Keine Ahnung, wie der Fisch hier hinkommt. Lydia? Hund? Lydia? Wo ist unser Hund? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ja, irgendwo wird er schon rumlungern. Lydia lebt auf jeden Fall schon. Oder vielmehr noch. Und da verlangsame ich ihn wieder. Ach komm. Unmöglich. Unmöglich. Der hält ja sau viel aus. Und er hat mir eben gerade mein ganzes Leben weggeholt. Lydia liegt am Boden. Und mein ganzes Mana noch dazu. Also ist wirklich ein zäher Bursche. Morokai. Ich hoffe, der rückt eine Maske raus, so als kleine Belohnung. Ich frage mich, wo unser Hund ist. Wo lungert der nur rum? Wo ist unser Hund? Hm, wo ist überhaupt jetzt der Gegner? Irgendwo da hinten in der Ecke. Nee, jetzt ist er da vorne. Ah, der Hund lebt, alles klar. Alles klar, der Hund lebt. Ah, Mist, das muss man wirklich näher am Gegner machen. Oh. Boah, ich muss mich zurückziehen. Und dann, hochheilen, solange ich Mana habe. Nehmen wir die Heilung. Ja, ich spiele für alle, die noch nicht so lange zuschauen. Ich spiele auch schwer. Und man merkt es hier doch deutlich, der ist nicht schlecht. Na, unser Hund, der kämpft noch zäh weiter, aber der Gegner ist stärker. Aber während der Gegner hier in der Ecke eingekeilt ist und mein Hund davor steht, kann ich nicht kämpfen. Sonst töte ich meinen Hund. Okay, ich versuch's. Autsch! Komm! Wenigstens ein paar Treffer. Oh Gott, ich brauche eine Heilung. Und noch eine hinterher. Und dann Rückzug. Oh Gott, der trifft mich. Und ich habe wieder keinen Mana. Ja, hier geht alles auf meine Heiltränke. Haben wir irgendwas noch, was wir gebrauchen können an Tränke, Essen, Wein? Warte mal, Tränke, 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 Schriftrollen. Nee. Ja. Nee. Oh, kann auch nicht schaden. Ausdauer verbessern, okay. Wir könnten noch eine Waffe vergiften. Ah, nehmen wir das hier. Jo, Waffe vergiftet. Schauen wir mal. Hund und Lydia sind außer Gefecht, aber sind noch am Leben. Darum geht's mir. Jetzt brauche ich erstmal wieder meinen Schrei. Und eine Heilung. Ui. Mistkerl. Verdammter Mistkerl. Ich brauche eine Heilung. Jetzt hole ich ihn. Jetzt hole ich ihn. Jetzt. Ich brauche noch eine Heilung. Kein Risiko eingehen. Oh Gott, er ist tot. Und alle leben noch, oder? Oh ja. Verdammt war der übel. Stab des Magnus, Geld und die Maske von Morokai. Wow. Der ist ja mal Hammer.
absorbiert 20 Magicka pro Sekunde. Wenn das Ziel kein Magicka besitzt, wird Gesundheit absorbiert. Also der ist ja mal wirklich der absolute Wahnsinn. Okay. Was geht da hinten ab? Da leuchtet irgendwas. Ach so. Da unten könnte irgendwie noch ein Schatz oder sowas drin sein. Ah ja, hier unten ist eine Truhe. Wird alles mitgenommen und da hinten vielleicht noch irgendwie Truhe Nummer 2? Nö. Aber Eier. Eier. Komm her. So. Okay, ja, die nehmen wir auch noch mit. Schauen wir mal, wie gehen wir denn jetzt weiter? Hier ist eine Truhe. Mit sinnlosen Schrott. Ja, aber wie komme ich weiter? Da hinten müssen wir hin. Schauen wir mal, vielleicht geht es hier unten irgendwo lang oder hier oben. Ah, hier. Hier müsste es eigentlich weitergehen. Ah, hier oben, hier runter. Und da ist noch eine Truhe. Die sieht gut aus. Na also. Doch wenigstens immerhin irgendwas. Reicht sogar noch vom Trage gewischt. Die da hinten hatten wir schon. Dann Eisentür. Geh auf. Es tut mir leid, meine Freunde. Es tut mir so leid. Ich hatte keine Wahl. Es war die einzige Möglichkeit, sicherzustellen, dass dieses Monster niemals entkommt. Ich verspreche euch, so etwas lasse ich nicht noch einmal geschehen. Ich werde diesen gesamten Ort abriegeln. Ah ja. Ja, und wir haben ihn jetzt besiegt. Sonst passiert hier aber gar nichts. Leichentuch oder Leinentuch? Egal. Sehen beide irgendwie gleich aus. Was haben wir denn hier noch? Geheimer Raum oder so? Nö. Und dann Riegel weg. Das war's. Das hat ihn aufgehalten. Ein Holzriegel. Naja, war wohl nicht der Schlauste. Und ich bin Ork. Aber so läuft's eben manchmal im Leben. Ja, und jetzt hier geht's wieder raus. Oder? Oh, hier ist ein Hebel. Eine Truhe. Ein Fass. Naja, da wird wahrscheinlich eh wieder nur Gemüse drin sein. Ihr habt es also lebend dort hinausgeschafft. Ankaro hatte recht. Ihr seid gefährlich. Ich fürchte, ich muss euch diesen Stab jetzt abnehmen. Ankaro möchte, dass er sicher verwahrt wird. Ach ja, und er wünscht euren Tod. Nichts Persönliches. Was nehmen wir? Ich habe keinen Streit mit euch. Doch, ich fürchte. Warum? Wir kennen uns gar nicht. Ich dachte nichts Persönliches. Na gut, dann stirb eben. Oh, der ist gar nicht mal so grottenschlecht. Na okay, aber doch. Der Knochenmann da unten, der hatte mehr drauf. Und da rollt der Schädel. Oh, cool. Wow. Da lang ich doch zu und werf irgendwas über Bord. Nee. Nee. Ich glaube, ich nehme ein Schild. Obwohl, da eigentlich einen relativ hohen Wert. Was haben wir da noch so bei Waffen drin rumfliegen? Ne? So einen könnten wir auch wegwerfen. Aha. Ja, komm, werfen wir noch so einen weg. Und was haben wir noch? Schauen wir mal bei Sonstiges rein. Oh, so ein Knochen, der hat auch einen hohen Wert. Das wirkt nur... Obwohl die Eisenbarren, die können auf jeden Fall auch mal weg. Na, okay, jetzt reicht es ja eigentlich schon. Ich denke, hier unten werden wir auch nichts mehr finden, oder? Schauen wir nochmal hier hin. Doch, hier liegt sogar wirklich noch was. Das war eine Saphirkette und jetzt haben wir schon wieder so viel... Ach. Ach.
Ach ja, ich könnte auch der Lydia was geben, ich weiß, aber kein Bock jetzt. Ich werf irgendwas über Bord. Ich bin sinnlos, ich weiß. Aber ich stehe dazu. Nein, den kann ich gar nicht über Bord werfen. Kann ich auch nicht, aber ich kann mir Wein reinschütten. Was, das hat nicht gereicht? Das gibt's doch nicht. Okay, Lydia, komm her. Bin immer noch da. Du musst was tragen. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Ja, das hast du. Gutes Kind. Hier. Was? Ach. Ernsthaft? Dann hier. Nimm den Bogen. So, schauen wir uns nochmal um. Gehen auf Nummer sicher und da war ja nichts, außer die Truhe und die Gemüsefässer und hier eine Urne. Okay. Oh, da oben geht's ja auch nochmal weiter. Sag bloß. Oh, Holztür öffnen. Aha. Da geht's einfach nur raus. Aber unser... Oh. Unser Weg... Ach, Moment mal. Einen Augenblick. Okay, nee. Unnötig. Komm, geht mir mal aus dem Weg. Na los. Vorsichtig. Ja, ich hab euch gewarnt. Hier geht's ja gar nicht weiter. Alles klar, okay, dann müssen wir hier raus. Na gut. Zwei Holzrie... Was war denn das für ein Geräusch? Na kommt. Aha. Wir sind irgendwo... da oben. Und irgendwo höre ich schon wieder was. Ach nee, oder? Ein Drache. Wirklich? Ach nee, da unten ein Troll. Oh, der Hund geht drauf. Der geht drauf. Tja, Slow Motion. Damit hat er nicht gerechnet. Aber er kämpft trotzdem wacker weiter. Oh, komm, noch einen schönen Treffer. Teamwork. Der Troll ist tot. Ja, was mache ich jetzt? Das Labyrinth ist natürlich noch lange nicht fertig. Wir haben jetzt einmal hier... dieses Gebiet gemacht, aber hier geht's auch nochmal rein, wie wir ja wissen. Und es gibt ja noch einiges an Masken, die wir brauchen, um in diesem schönen Raum in diese Zweitdimension zu reisen. Es gibt noch verdammt viel zu tun in dem Labyrinth hier. Geht's wie gesagt auch nochmal rein. Wo wir jetzt aber nicht reingehen, die Truhe ist leer. Und ich würde sagen, wir machen gleich mal weiter bei der Quest. Gehen jetzt zurück. Keine Trolle mehr da, oder? Ja, die sind alle tot. Wieso? Ich habe die nicht gekillt. Wieso sind die Trolle hier alle tot? Vielleicht ein Drache? Sowas gibt's. Was gibt's denn hier oben noch? Na, bestimmt gibt's hier oben auch noch irgendwo einen Eingang oder so. Hier gibt's auf jeden Fall mehrere. Ah, hier. Da ist auch wieder ein Eingang. Und da gibt es wahrscheinlich auch eine Maske. Die werden wir noch alle machen, aber jetzt geht's erstmal zurück nach Hause. Und dann mal gucken. Entweder machen wir weiter oder wir gehen einfach mal so ganz spontan hier rein. Machen wir die Schnellreise erstmal. Und da oben zu Winterfester.